Der Spaß stand sichtlich im Vordergrund beim ersten Volleyballturnier für Hobbyspieler in der Sporthalle des EMS Schwechat. Aus Schwadorf, Schwechat und Umgebung kamen viele begeisterte Hobbyvolleyballer, um an diesem Turnier teilzunehmen. In der Sporthalle der EMS Schwechat war Platz genug für alle Mannschaften und so wurde gebaggert, gekämpft und auch viel gelacht. Das erste Hobbyturnier hier in Schwechat. Wie kommt es zu dieser Idee und vor allem, wie viele Mannschaften haben Sie die am Anfang gleich einmal angemeldet? Ja, anfangs waren es mehr Mannschaften, es sind, haben aber dann wieder zwei abgesagt und so. Also insgesamt sind wir jetzt vier Mannschaften. Das kommt halt dadurch, dass ich im September eine Volleyballmannschaft gegründet habe. Also es waren eigentlich Anfänger, bis leicht fortgeschritten, ein paar haben ein bisschen Erfahrung. Und wir haben ja gesagt, dadurch, dass halt so fleißig trainieren, machen wir auch einmal ein Turnier, damit sie wissen, für was sie eigentlich trainieren und so. Die waren eigentlich gleich voll begeistert. Und ich habe früher beim Club A gespielt, Volleyball, und da habe ich die gefragt, ob sie halt Interesse hätten, ob sie auch gegen uns spielen wollen einmal. Also so habe ich halt die Mannschaften ein bisschen aufgebaut. Und ja, also der Ritchie, der hat dann gleich zugesagt, also er hätte zwei Mannschaften, mit denen wir spielen. Ich habe auch jetzt zwei Mannschaften zusammen und ja, und das haben zum ersten Mal eben, haben wir das Turnier da und ich muss sagen, es ist echt super. Die Mannschaften sind aber durchwegs gemischt, man sieht ja Mädels mit Burschen spielen, auch das Alter scheint egal zu sein. Ja genau, das habe ich auch gleich gesagt, weil zum Beispiel meine Tochter spielt, die ist 11 Jahre und ich glaube, der Älteste ist gleich 45 oder so. Also ich finde das echt super, dass da jung und alt zusammenspielen und das funktioniert super. Da ist der Nachwuchs des Volleyballs. Wie oft spielt ihr jetzt in eurer Freizeit Volleyball? Einmal am Tag oder mehrere Male. Ich spiele immer am Sonntag bei meiner Mama, aber auch zwischendurch mit meinem Cousin. Was ist das Schöne an diesem Sport? Warum spielt ihr Volleyball? Weil man sich da viel bewegen kann und laufen kann und die Arme bewegen kann. Was ist bei dir? Naja, ich spiele immer Volleyball, weil es mich einfach freut. Und ich weiß nicht, da braucht man nicht so alleine dastehen, weil man in einem Team spielt und es macht mir einfach Spaß. Habt ihr schon eine Runde hinter euch? Wie ist es so gegangen? Naja, die andere Mannschaft war schon sehr stark, muss ich sagen. Aber wir haben unser Bestes gegeben und es hat passt, muss ich sagen. Sie haben gesagt, sie waren Anfänger, aber ich glaube jetzt nicht, dass sie so Anfänger sind. Naja, einmal haben wir gewonnen, ich zumindest mit meiner Mannschaft. Wir haben nicht gewonnen, weil wir weniger waren und die waren, glaube ich, ein bisschen stärker, weil mehrere Burschen da waren. Schaut das mit den Schmerzen auf den Händen aus? Geht das irgendwie? Naja, manchmal, wenn du fest mit dem Ball drauf hast, tut es schon sehr weh. Es tut echt weh. Wie geht's dir dabei? Gewöhnt man sich an den Schmerz oder ist es immer wieder aufs Neue eine Herausforderung? Man gewöhnt sich an den Schmerz. Der beliebte Mannschaftssport findet immer mehr begeisterte Anhänger und so wird es auch im kommenden Jahr ein weiteres Turnier geben. Vielleicht sind ja dann mehrere Mannschaften, ich meine, das ist zum ersten Mal, das muss man ein bisschen herumsprechen, dass wir vielleicht mehr dazukommen. Aber wir wollen halt dann auch so Beachvolleyball, auch ein Turnier machen und so. Also ich möchte auf jeden Fall dahinter bleiben. Mir gefällt es voll, ich bin froh, dass ich die Trainerin bin von denen und ich möchte es auf jeden Fall weitermachen.